Jetzt weiß ich nicht, wer mein Vater ist. Das geht nicht. Ich möchte eigentlich, dass mein Papa mich zum Traualtar führt. Ich meine, die Hochzeit soll ja auch der schönste Tag in meinem Leben werden. Früher als kleines Kind, da habe ich immer so kleine Wunschzettel geschrieben. Aber heute wollte ich einen richtigen Weihnachtsmann, der mir all meine Wünsche erfüllt, damit ich meinen Papa sehen kann. Sam Carmichael? Bill Austin? Oder Harry Bright? Toi, toi, toi. Sophie? Sophie. Sophie! 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 Oh Gott! Wo seid ihr gewesen? Ich warte seit Stunden auf euch. Ach, was für eine furchtbare Tour. Fast eine Tortur. Wieso musst du auch in so einem Kopf wohnen, Sophie? Und dann hat Lisa die Flugtickets aus dem Küchen gestiegen lassen. Also standen wir da ohne Tickets am Flughafen. Wie seid ihr dann hierher gekommen? Nennen wir es mal weiblicher Charme. Egal. Muss denn jetzt selbst gar nicht mit dem Bräutigam sehen. Und wie geht es deiner Mutter? Ich wette, dass Donna total aufgeregt ist. Ja. Setzt euch mal hin. Ich muss euch was erzählen, aber das muss wirklich unter uns bleiben. Oh mein Gott. Du bist schwanger? Oh nein. Oh. Ich habe meinen Vater zur Hochzeit eingeladen. Dein Vater? Das heißt, ja. Du weißt nun, wer er ist? Nein. Hm. Aber es gibt Hinweise. Schaut, was ich auf meinem Schreibtisch gefunden habe. Aber Sophie, du kannst doch nicht einfach im Tagebuch von deiner Mutter rumschnüffeln. Zeig schon. Hier. Vor 20 Jahren, das Jahr, als Donna mit mir schwanger wurde. Sie sagt ja immer, sie wüsste nicht, wer mein Vater ist. Hört her. 17. Juli. Das eine Nacht. Nach der Show fuhr mich Sam nach Hause. Wir tanzten die ganze Nacht, küssten uns und Punkt, Punkt, Punkt. Was? Punkt, Punkt, Punkt. So nannte man das früher. Aha. Honey, honey, der kann sich dich. Aha. Aufnehmen. Oh, stimmt, du schreibst Reiseführer.
Ich habe mal was von dir gelesen über eine Tour durch Botswana. Du warst derjenige, der mein Exemplar gekauft hat? Witzig. Wollt ihr mal was richtig Interessantes hören? Seht ihr die Taverne hier? Das ist meine. Naja, sagen wir, ich habe sie entwickelt. Hab die Pläne entworfen. Nicht zu fassen, dass sie das Ding echt gebaut hat. Krass. Cool. Wer hat das Ding gebaut? Na Donna, ja, wer sonst? Ich habe damals was auf ein altes Blatt Papier gekritzelt und was macht sie? Sie verwirklicht den Plan. Das haut mich echt um. Warum bist du dir sicher, dass es dein Plan war, den sie verwirklicht hat? Gebäude sind wie Babys. Man erkennt seine eigenen. Ah ja, also von Babys weiß ich gar nichts. Ich habe die meiste Zeit meines Lebens aus dem Rucksack gelebt. Du bist also ein glücklicher Reisender, ja? Das ganze Leben, um Bücher zu schreiben? Und jetzt soll ich diese Insel hier auch noch inspirieren. Das will ich doch schon hoffen. Wenn ich zurückkehre, werde ich mein neuestes Buch meinem Verleger vorstellen. Na guck, dann kannst du über Sams Taverne schreiben. Das Buch wird ein Bestseller und die Leute kommen in Massen dahin. Nein, nein, ich denke, diese Insel sollte das bleiben, was sie immer schon war. Eine einsame, romantische und abgeschiedene Insel. Aber sag mal, wenn hier morgen eine Hochzeit stattfinden soll, wo sind denn die ganzen Gäste? Ziemlich trostlos hier. Guten Tag, die Herren. Mein Name ist Sophie. Kann ich Ihnen helfen? Hi, ich bin Bill Austin. Hast du vielleicht drei Zimmer für uns? Bill Austin? Moin, ich bin Harry. Harry? Jo, Harry Bright. Dann bist du... Sam Carmichael. Nein. Doch. Oh, oh. Hast du uns erwartet? Ja, natürlich habe ich euch erwartet. Ja, ich gehe mal in die Taverne und hol die Schlüssel für euch. Da soll mal jemand sagen, den Weihnachtsmann gibt's nicht. Also, ich hoffe ja, dass auf dieser Hochzeit auch ein paar Griechen sind. Oh, ich liebe diese Sprache, diese Zungengymnastik. Oh, köstlich. Aber ich habe es auch schon seit 21 Jahren nicht mehr gesprochen. 21 Jahre? Was geht denn hier ab? Das klingt ja fast wie eine geplante Geschichte. Natürlich. Bill, wäre das nicht was für dein Buch? Drei Männer, die sich nicht kennen, werden zu einer Hochzeit eingeladen. Eingeladen zu einem Ort, den sie seit genau 21 Jahren nicht mehr gesehen haben. Und eingeladen von einer Frau, die sie auch seit 21 Jahren nicht mehr gesehen haben. Warum sind wir eigentlich hier? Keine schlechte Idee. Oh Gott. Hey Harry, warum bist du eigentlich hergekommen? Soll das jetzt ein Interview werden? Mein Gott, durch Donners Einladung sind so viele Erinnerungen aufgefrischt worden. Krass, die Gitarre, die kenne ich. Hier, HB. Mann, Headbanger! Das bin ich! Und DS, Donna Sheridan. Ich habe ihr damals diese Gitarre gekauft. Und ich musste mein altes Freddie Mercury T-Shirt mitverkaufen. Wer sagt da, dass ich noch ein Langweiler wäre? Wer sagt das denn? Ach, meine bessere Hälfte. Aber Donna kennt mein wahres Ich. Sie kennt meine Spontanität. Mein wildes Etwas. Und meine Gesangskünste. Wie war das denn noch gleich? Danke für die Lieder. Sag mal, soll es dein Ernst sein? Ja, das war damals unser Lied. Ah, ja. Das wird ja was. Die in mir klingen. Lieber nicht. Ja, lass es wieder. Danke für den Spaß am Singen. Was wär dieses Leben? Was wären Trauer und Glück ohne Musik? Was wär die Welt? Was wären wir ohne sie? Drum sag ich danke für die Lieder, für jede Melodie. Mutter sagt erst, kommt sich tanzen, das Gehen kam danach. Sag, dass ich sang, schon lang bevor ich richtig sprach.
fragte mich oft, wer die Klänge erfand. Wer hat das Geheimnis der Töne erkannt? Nun, wer immer es war. Ich bleib immer sein Fan, das ist klar. Und ich sag danke für die Lieder, die in mir klingen. Danke für den Spaß am Singen. Was wäre dieses Leben? Was wären Trauer und Glück ohne Musik? Was wäre die Welt? Was wären wir ohne sie? Drum sag ich danke für die Lieder, für jede Melodie. Ich bin ein Glückskind, das Leben meint es gut mit mir. Am liebsten würd ich laut vor Freude singen. Diese Welt ist so schön. Danke für die Lieder, die in mir klingen. Danke für den Spaß am Singen. Was wäre dieses Leben? Was wären Trauer und Glück ohne Musik? Was wäre die Welt? Was wären wir ohne sie? Drum sag ich danke für die Lieder, für jede Melodie. Drum sag ich danke für die Lieder, für jede auch von mir. An dieser Stelle möchte auch ich Danke sagen. Danke an ganz viele Talente, die wir hier schon auf der Bühne gesehen haben, die wir gleich auch noch sehen werden. Aber auch danke an ganz viele, die im Hintergrund schalten und walten, damit das alles so einen reibungslosen Ablauf ergibt. Danke an allererster Stelle und das vielleicht auch für einige zur Überraschung an unseren seit diesem Jahr bestehenden Schulsanitätsdienst. Jetzt habe ich gesagt, die sollen aufstehen, aber wenn ich mich umgucke, dann sehe ich nicht, ob die aufstehen. Wenn Sie sich umgucken, sehen Sie es vielleicht. Ich glaube, die sitzen da hinten links. Rechts da. Ah, da stehen welche, aber da stehen auch welche, glaube ich. Vielen Dank an euch. Das ist deren erster großer Einsatz in der Schule. Es folgen ganz viele weitere. Aber nicht nur für die Sicherheit muss gesorgt sein, sondern irgendjemand muss auch diese ganzen Leute, die hier auf der Bühne stehen und mit der tollen Technik ausgestattet werden, sie auch in dem richtigen Licht erstrahlen lassen. Und um jemanden im richtigen Licht erstrahlen zu lassen, wer wäre da besser geeignet als einer unserer Schüler? Ich möchte zu mir bitten, Timo Kropp, der das Ganze da hinten steuert, damit das Licht scheint, so wie es scheinen soll. Vielen Dank, Timo. Aber nee, lauf da nicht so schnell weg. Jetzt machst du so schönes Licht und stehst im Dunkeln. Komm mal hier nach vorne. Danke. Super. Siehste, kommst hier in unsere Mitte. Und ein weiteres Mal möchte ich mich bedanken bei jemanden, die ihre Arbeit eigentlich mit Hingabe und viel Vorbereitung immer wieder zum Besten gibt. Wenn jemand eine Passion für etwas entwickelt, glaube ich, ist das ganz große Leidenschaft. Und diese junge Dame hat unheimlich viel Leidenschaft für das Moderieren entwickelt. Und sie führt seit mehreren Jahren hier in der Schule durch viele Veranstaltungen, auch außerhalb ist sie zu buchen.
Und wir möchten uns ganz herzlich bei dir, liebe Jasmin, bedanken, dass du auch heute Abend wieder zur Verfügung stehst. Du musst natürlich auch auf die Bühne kommen. Falls Sie irgendeine Veranstaltung in nächster Zeit planen und nicht so richtig Lust haben, im Licht zu stehen, die junge Frau steht gleich Rede und Antwort. Sie hat ihre Visitenkarten dabei. Ab jetzt wird's offiziell. Ja, das, was wir eben gerade gesehen haben, bevor ich jetzt hier die großen Reden schwinge, das war unschwer zu erkennen, das KGS Musical 2019 oder zumindest Ausschnitte daraus. Vielleicht haben Sie es erkannt, es handelt sich um Mamma Mia. Und man könnte das ja klein gestalten, aber Mamma Mia ist eine große Nummer und deswegen brauchen wir die ganze Schule. In das KGS Musical 2019 sind nicht nur unsere Schüler involviert, wir haben auch die Lehrer rekrutiert, die gerade hier schon so ganz dekorativ an der Seite stehen. Vielen Dank. Heute mussten sie noch mit viel Fantasie die Taverne sich erahnen. Das soll dann im nächsten Jahr anders aussehen. Die Kunstkurse, die Hausmeister und viele andere Leute drumherum sind involviert, das Bühnenbild zu entwickeln. Auch da bin ich sehr gespannt, wie das dann in knapp 6 Monaten aussieht. Und weil wir jetzt hier schon so viel von Musical reden und wir nicht die KGS wären, wenn wir nicht noch eine kleine Überraschung hätten, würde ich gerne das Mikrofon noch einmal weitergeben. Genau, nun darf sich einmal der liebe Herr Ostermann bzw. der Landrat angesprochen fühlen. Sie haben nämlich heute Abend das Glück, die allererste Karte für unser Musical nächstes Jahr im Sommer zu erhalten. Und zwar nicht nur für irgendeine Vorstellung, sondern direkt für die Premiere. Und Sie dürfen natürlich auch eine oder ihre Begleitung an Ihrer Seite mitbringen, wenn die dazugehört, oder Ihre Frau. Die Kinder natürlich auch. Und deswegen würde ich Sie ganz gerne einfach mal auf die Bühne bitten. Genau, hier sehen wir einmal die wunderschön gestaltete erste Musical-Karte. Nochmal einen Applaus bitte dafür. Genau, und Sie haben ja gerade schon einen kleinen Einblick gewonnen, beziehungsweise wir haben Ihnen eine kleine Preview vorgespielt. Und wenn Sie jetzt sagen, ja, es hat mir super gut gefallen und ich würde irgendwie unbedingt gerne mir das ganze Stück anschauen, dann würden wir uns alle unglaublich freuen, Sie hier 2019 im Sommer unserer 4 Vorstellung begrüßen zu dürfen. Und wir machen jetzt eine 25-minütige Pause, in der wir rumgehen und Flyer verteilen. Also fleißig krallen Sie sich die Flyer und sichern Sie sich Ihre Tickets und wir sehen uns alle nächstes Jahr wieder. Dankeschön. Folks I know, but I ain't me, I'm in the mist at all.